Araba kann endlich das Leben genießen. Die 10-jährige Spornschildkröte kam mit 2 gelähmten Hinterbeinen in den Jerusalemer Zoo. Doch mit ihren Freunden mitzuhalten war anstrengend. Sie kam kaum an ihr Fressen und an Paarung war gar nicht zu denken. Wir wollten ihr helfen. Wir machten umfangreiche Untersuchungen, auch Röntgen- und Bluttests, um herauszufinden, woran sie litt. Es scheint, als hätte sie durch ein Trauma einen neurologischen Schaden erlitten. Zum Glück fanden die Zoo-Mitarbeiter eine Lösung für das 25 Kilo schwere Reptil. Ein paar Räder als Ersatzantrieb. Sie läuft, sie geht, sie isst und sie paart sich sogar. Es ist schwer zu sagen, was sich Araba aus ihrem neumodischen Apparat macht. Aber auf jeden Fall ist sie nun beweglich genug, um unerwünschten Avancen zu entkommen.